Achterbahnen. Darum dreht sich seit über 20 Jahren alles im Leben von Maurer-Vorstand Jörg Beutler. Gerade nimmt im Allgäu Skyline Park seine neueste Idee konkrete Formen an. Eine Weltneuheit. Die erste Achterbahn, bei der man selbst Gas geben kann. Alle Stahlstützen und Schienen wurden von der Firma Maurer in München gefertigt. Nun ist der Aufbau fertig. Es ist eine extrem spannende Situation. Ich meine, der Urlaub fällt aus dieses Jahr, weil einfach der direkte Kontakt ganz wichtig ist. Ich bin ja auch jede Woche im Prinzip da, schaue, wie der Fortschritt geht. Und ja, ich fiebere auch mit und möchte auch sehen, wie es funktioniert irgendwann mal. Seit 2009 tüftelt Jörg Beutler zusammen mit Ingenieuren an dieser neuartigen Zahnradachterbahn. Bald sollen die ersten Testläufe mit dem selbststeuerbaren Motorbike-Coaster stattfinden. Ich denke, ist ein heißes Gerät. Sitzt auf dem Motorrad, ganz niedrige Position und hat halt wirklich die gesamte Power vom Motor unter sich. Elektro-Tesla ist da ein Witz dagegen. Wir beschleunigen doppelt so schnell. Mit über einem G beschleunigt hier das Fahrzeug. Das ist Motorradfahren extrem, weil wir gehen hier auch viel steiler noch in die Schräglage rein mit über 60 Grad. Da wird jedes Motorrad wegziehen. Damit kann man also wirklich hier für jedermann extremes Motorradfeeling bieten. Hinter der ganzen Konstruktion steckt eine unglaubliche Präzision. Nun werden noch die letzten Schweißnähte abgeflext, damit wirklich alles ganz genau passt. Nichts darf die Laufflächen des Fahrzeugs stören. Auch für den erfahrenen Stahlbauer Maurer ist die Produktion einer Achterbahn eine besondere Aufgabe. Jetzt hier bei den Stützen, da kommt es natürlich drauf an, und bei den Schienen, dass die ganz genau und exakt gefertigt sind. Das ist, Stahlbau hat immer eine gewisse Toleranz. Dann sieht man hier Beton, Montage, da kann es natürlich schon ein paar Millimeter hin oder her gehen. Darf bei der Achterbahn dann nicht sein, da muss es wirklich ganz exakt gerade sein. Und das ist die Herausforderung, dass man einfach sehr genau arbeitet. 12 Meter ist die Bahn an der höchsten Stelle. Insgesamt ist sie 270 Meter lang. Dafür wurden 90 Tonnen Stahl verbaut. 4 Monate lang wurden die Schienen und Stützen im Maurerwerk in München gefertigt. Noch vor 15 Jahren wurden die Achterbahnschienen stets auf dem 40.000 Quadratmeter großen Firmengelände komplett aufgebaut, um die Anlage zu überprüfen. Heute ist das nicht mehr nötig, denn es wird präzise gefertigt und alles millimetergenau vermessen. Neben Achterbahnen werden bei Maurer auch die größten mobilen Riesenräder der Welt gebaut, mit 80 Metern Höhe. Diese werden nach wie vor probeweise im Hof aufgestellt. Abends sind sie eine leuchtende Visitenkarte für Maurer als Hersteller von Fahrgeschäften für Vergnügungsparks. Doch die Münchner Maurer AG ist in erster Linie weltweit bekannt für ausgeklügelte Elemente, die Gebäude vor Schwingungen oder Erdbeben schützen. In 13 Produktionshallen wird geschweißt, gefräst und gesägt. 450 Arbeiter fertigen aus jährlich rund 4000 Tonnen Stahl hochspezielle Lager und Dehnfugen. Aus dicken Stahlblechen werden nach Kundenvorgaben die Einzelteile für die Lager herausgeschnitten. Hier entsteht ein Fahrbahnübergang zu einer Brücke, der später enorme Kräfte aufnehmen muss und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Im Hof liegen bereits die Vorbestellungen von Lagern und Übergängen. Sie werden in alle Welt ausgeliefert. Bei Tausenden von Brücken, wie diesen in Russland, sind die Fahrbahnübergänge und Kabeldämpfer verbaut. In diesem Singapurer Luxushotel finden sich Maurer Schwingungsdämpfer, um die Plattform zu sichern. Und auch in Münchner Gebäuden, wie der BMW-Welt, sind Maurer Stahlbauteile. Heuer feiert die Firma ihr 140-jähriges Bestehen. Es ist immer noch ein Familienunternehmen. Jörg Beutler, ein Enkel des einstigen Firmeninhabers. Angefangen hat Maurer als ganz kleiner Handwerksbetrieb mitten in der Innenstadt, Fraunhofer Straße. Der Handwerksbetrieb ist etwas größer geworden, ist dann vor die Tore Münchens gezogen, Freimann. War wirklich alles Schafweide ringsrum. Und mein Großvater hat dann Ende der 20er Jahre den Betrieb übernommen und den dann zum Stahlbaubetrieb ausgebaut. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann die totale Zerstörung, ganz der Münchner Norden war platt. Und dann war halt eine mühsame Phase des Aufbaus und immer wieder der Versuch, neue Produkte mit einzuführen. Wie der Bau von Riesenrädern und Achterbahnen, was Vorstand Jörg Beutler nach Möglichkeiten fördert. Aber ist der studierte Maschinenbauer auch ein echter Achterbahnfan?
Mich interessiert hauptsächlich der technische Aspekt, gebe ich schon zu. Aber ich fahre natürlich, jetzt möchte ich nicht sagen gezwungenermaßen, aber ich bin natürlich bei jeder Bahn dabei. Und ja, nach dem dritten Mal macht es dann auch mal Spaß. Ja, schon. Andere können nicht genug bekommen vom Spinning Coaster mit kreiselnden Kabinen. Die Fahrgäste drehen sich und das ist so das Brot- und Buttergeschäft von Maurer seit 1998, fast 20 Jahre, fast 30 Bahnen bisher gebaut. Und ja, das ist das Standard-Fahrgeschäft Maurer. Diese Attraktion, das 46 Meter hohe Skywheel, ist auch eine Kreation von Maurer, die jetzt schon 10 Jahre alt ist. Aufgrund des aufwendigen Aufbaus und der komplizierten Statik ist dieses Fahrgeschäft nur in Freizeitparks zu finden. Das war die erste Achterbahn, bei der man Überkopffiguren ohne Schulterbügel gefahren ist. Das heißt, die Fahrgäste sind nur mit einem Hüftbügel gesichert und hängen dann vollkommen frei. Eine technische Herausforderung für die Konstrukteure. Doch nach langen Testreihen beim Maurer Fahrzeugbau sah 2004 die Lösung dann so aus. Die neuartigen Bügel halten durch eine besondere Winkelkonstruktion auch schwere Passagiere sicher im Sitz. Trotzdem ist dies nichts für schwache Nerven. Das war das Spannende, dass der TÜV mitspielt, dass es dann auch bei den Fahrgästen gut ankommt. Und da haben wir uns halt dran getraut, weil wir was Neues, was Innovatives machen wollten. Etwas Neues, Innovatives schaffen. Immer schneller, immer spektakulärer. Und trotzdem sicher muss es sein, um das anspruchsvolle Publikum zu befriedigen. Und während die neue Motorradachterbahn Skydragster noch entsteht, tüftelt Jörg Beutler zusammen mit Konstrukteuren von Maurer schon wieder an einer neuen Achterbahnidee. Eventuell geht es mal ganz weit nach oben rauf. Ja, so höchste Bahn der Welt vielleicht sogar. Dauert noch ein paar Jahre, aber die Planungen laufen. Mehr will Jörg Beutler noch nicht verraten. Für Achterbahnfans bleibt's spannend.